2024 wird ein Superwahljahr. Gewählt werden das EU-Parlament, der Nationalrat und der Steiermärkische Landtag. Und noch weitere Urnengänge stehen bevor. Der Wahlkampf hat längst begonnen, wie heute in Hartberg, wo die FPÖ ihr nun schon traditionelles Oktoberfest abhielt. Im Bund und auch in der Steiermark wollen die Freiheitlichen im kommenden Jahr Erster werden. Blaue Volksfeststimmung im schwarzen Kernland Hartberg. Beim Eingang kann man unterschreiben, dass Asylstraftäter sofort abgeschoben werden. Draußen vor dem Festzelt kann man sein mitgebrachtes Messer schleifen lassen. Das hat einen tieferen Sinn, glaube ich. Gell? Messer schleifen bei einer Parteiveranstaltung, haben Sie das schon mal gemacht? Nein, das erste Mal, ja. Symbolik hin oder her, Parteichef Herbert Kickl ist der unumstrittene Star. Jubel beim Einzug, Fahnenschwenken, Radetzky-Marsch. Ich glaube, er bringt es auch zustande, was er vorhat. Wir hoffen alle. Das, was jetzt los ist, ist der absolute Wahnsinn. Er ist zumindest besser wie alle anderen. Die Bühne gehört aber zunächst anderen. Der steirische FPÖ-Chef begrüßt auch Gäste von der deutschen AfD und definiert gleich einmal den Hauptgegner. In Zeiten der Rekordteuerung, in Zeiten, wo sich viele Menschen die Mieten nicht mehr leisten können, nicht wissen, wie sie die Stromrechnungen bezahlen, dann in irgendeinem Weinkeller zu stehen bei einer italienischen Jausen und einer Flaschen Wein um ein paar hundert Euro und zu sagen, na, dann geht's halt zum McDonald's, wenn sich sonst nichts mehr leisten kann. Liebe Freunde, das ist das Sinnbild der Volkspartei. Und das betreffe auch die Steiermark und ihren ÖVP-Landeshauptmann. Wir werden zum einen jene, die das Schlamassel angerichtet haben, zur Verantwortung ziehen. Das macht der Wähler. Aber auch wir, liebe Freunde, werden Verantwortung übernehmen müssen und auch wollen. Harald Wilimski, EU-Delegationsleiter der Freiheitlichen, spricht von EU-Wahnsinn. Die kommende EU-Wahl könne Abrechnung sein. Neuerliches Fahnenschwenken dann, als Herbert Kickl die Bühne betritt. Sein Ziel legt er gleich zu Beginn fest. Ein Volkskanzler braucht es in Österreich und keinen Kanzlerdarsteller, keine Kanzlerkarikatur, keinen Herrn Nehammer, der wahrscheinlich glaubt, dass die englische Übersetzung vom Bundeskanzler Burger King ist. Die ÖVP unter Nehammer, sagt Kickl, sei kaltherzig und menschenverachtend. Aufs Gewissen wird geschissen, liebe Freunde. Das ist die österreichische Volkspartei. Und alle anderen Parteien außer der FPÖ, Einheitsbrei. Österreich brauche eine neue Spitze. Dass da einer sitzt, nicht ein Feldwebel, nicht ein Kommandant, sondern einer, der für diese Familie ein guter Familienvater ist. Zum Schluss immer wieder Österreich.